So, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freunde, haben wir ein Thema, was ich als Berliner, glaube ich, auch sehr, sehr, muss ich sagen, da stehe ich für ganz, ganz stark ein. Und zwar soll es jetzt bei Union Berlin ein Trainer geben, Niklas H. heißt dieser Mann, der wohl Kinder bedrängt haben soll, was ich aufs Schärfste verurteile. Gerade im Sport ist es halt wichtig, dass man genau die Trainer halt auch aussucht, muss man so sagen, die in der Jugendabteilung natürlich aktiv sind. Und ich verstehe nicht, warum es immer wieder so eine Fälle gibt, dass so eine Leute Trainer werden dürfen. Also ich bin auch selber Jugendtrainer, kann ich euch sagen. Und man muss doch, bevor man anfängt, muss man doch ein erweitertes Führungszeugnis doch abgeben, oder nicht? Das muss man definitiv abgeben. Okay, gut. Pädophilie, das steht da vielleicht auch nicht drin, wenn er sonst nicht auffällig geworden ist oder etc. Okay, verstehe ich. Aber trotzdem, auch an den DFB und an Union Berlin, es muss doch möglich sein, dass ihr da mehr drauf achtet, wen man da die Kinder als Trainer gibt und da feinfühliger ist, wenn es vielleicht schon Warnsignale schon gibt. Und ich glaube, generell im Fußball müsste das viel, viel besser nachgeprüft werden. Im Jugendbereich, muss man ganz ehrlich sagen. Der DFB hat irgendwie andere, wie soll man sagen, Prioritäten. Da geht es um die Trainerlizenzen, die mit Punktesystem und etc. gemacht werden, wo dann auch natürlich viele vielleicht sagen, ja, die würden gerne den Trainerschein machen, können wir aber nicht. So. Und dann würde man vielleicht, muss man ganz ehrlich sagen, dass man da mehr im DFB eine Ausbildung absolvieren muss, bevor man überhaupt Jugendtrainer werden kann. Es gibt es schon, aber ich finde, es müsste noch viel, viel differenzierter sein, dass so eine Fälle gar nicht erst vorkommen, weil Kinder muss man schützen und dafür stehe ich natürlich definitiv ein und hoffe, dass sich das natürlich aufklärt und dass die Kinder keine Traumas oder etc. haben. Das muss auch für die Eltern ein richtig heftig großer Schock sein einfach, wenn sowas passiert. Und sowas darf nicht mehr passieren, Freunde. Also bis dahin, alles Gute.